Fußballfest im Ruhrgebiet. 70.000 Zuschauer beim Spiel zweier Spitzenmannschaften der deutschen Bundesliga. Schalke 04, ein Meisterschaftsanwärter, gegen den deutschen Meister Borussia Mönchengladbach. Die Schalke in dunklen Hemden drängen auf ein frühes Tor. Doch die Abwehr der Gäste behält die Übersicht. Nach wochenlanger Schwäche hat sie wieder Tritt gefasst. Bester Schalker ist Helmut Kremers. Er hat Pech mit einem Lattenschuss. In der 17. Minute belohnt er sich mit einem Sonntagstor. Einen Eckstoß verwandelt er direkt. Das Tor hat die Gladbacher nicht im geringsten geschockt. Sie schalten auf die Offensive um. Schon 10 Minuten später erreichen sie den Gleichstand. Kulik nimmt den Ball direkt aus der Luft. Die Wiederholung zeigt, ein Schalker Verteidiger fälschte den Ball ab. Unerreichbar für den Torwart. In der zweiten Halbzeit forcieren die Gladbacher ihr Angriffsspiel. Ihrem Gegner sind sie auf fast allen Positionen überlegen. Die Schalker Fans beobachten Konditionsmängel bei ihrer Mannschaft. Übersicht, Cleverness und Schnelligkeit zahlen sich für die Gladbacher 2 Minuten vor dem Abpfiff aus. Ungehindert schießt Heinkes den Siegestreffer. Wenn die Gladbacher ihre gute Form behalten, haben sie eine große Chance, ihren Meistertitel zu verteidigen.